Ich hab da was hingelegt. So. Zollendete. Willkommen zu einer neuen Folge von den Gruseligen. Hello Leros. Hello Vinos. Testo Leros. Hello Vinos. Ohne Sombreros. Hello. Nee. Hello, Hello. Hello Vinas. Hello Leros. Hello Leros. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Enrico, Jens, Testprodukt, Probierbier vom wunderbaren Craft Beer Shop. Link hier in der Beschreibung unter dem Video. Hat uns nämlich der Woche mitgebracht. Und seine Kinder und seine Frau hat auch gleich mitgebracht. Genau, das war ein Paket von craftbeer.de. Ja, Shop, keine Ahnung. Genau, craftbeershop.de. Mein Gott, die sind immer auf die Gutscheine. Hier ist das Paket zu sehen. Wir testen heute eins davon. Und natürlich auch das gesamte Paket. Das ist ganz klar. Warte mal, jetzt wollen wir mal kurz gucken. Wie viel? Die haben über 1200 verschiedene Biere. Ja, mhm. Kickstarter. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, was haben wir denn? Was haben wir denn? Burner. Koche, erzähl mal hier was. Koche, was hast du uns da mitgebracht, Koche? Das ist der Burner, ja, sagst du. Wir Braumeister Edition. Burner, Rauchbier Export. Tja. Ein hier. Dieses geile Projekt. Oh ey, geht schon los. Schon wieder viel zu viel Bier getrunken. Kamba BME Hashtag 78 Burner Rauchbier. Das ist ein kräftiges Rauchbier mit intensiven Noten von geräucherten Malz, das an Schinken oder Lagerfeuer erinnert. Okay, definitiv nichts für zart Beseitete. Lustiger Fakt ist, dass Rauchbiere ursprünglich aus Bamberg stammen. Das ist doch hier in Deutschland, ne? Naja, sicher. In der Nähe irgendwo Berlin, wo das Malz über offenen Flammen getrocknet wurde. Mhm. Und so entstand der rauchige Geschmack wie Barbecue in Bierform. Also für alle Barbecue-Geilen, wir werden das mal testen. Und dann werden wir euch mal sagen, ob ihr das auch gut zu Fleisch trinken könnt oder ob das hier... Jetzt bin ich aber aufgeregt. Nur Kammer. Rauchige Luft ist. Oder Luft in Rauchformat oder heiße Luft um nichts. Außerdem, hast du Hashtag gesagt oder hast du Raute gesagt? Hashtag. Na, dann ist ja gut. Wir sind hier nämlich ganz modern. Ja, ja, ist ja richtig. Raute gibt es. Ach so, stopp. Die Raute, die gab's mal. Ja, ist vorbei. Raute ist nicht mehr. So. Auspacken oder wegpacken. Wie sieht die Pulle aus? Also da ist ein. Was haben wir alles? Da ist ein Drache, der hat wohl zu heiß gefressen oder der hat sich eine angezündet, weil da kommt Rauch raus. Dann hat er noch ein paar Vögel und im Hintergrund scheint die Sonne. Okay. Schätze ich mal. Ja, die geben sich schon Mühe. Ja, sieht schon gut aus. Also das hat schon was. Drei Punkte? Ja. Wieso drei Punkte? Guck mal, da siehst du so ja, wie das aussieht. Ach so, ja, drei Punkte. Ja, ist gut. Ja. Restrained, smoky and full-bodied export. Naja, wir werden sehen. 5,5. Das ist auf jeden Fall ein untergäriges Vollbier. Zutaten Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe. Gut. Deutsche Reinheitsgebot. Haben wir deutsches Reinheitsgebot. Ja. So, ist noch haltbar, Alter. Das ist ja noch über ein Jahr haltbar. Muss an der Büchse liegen. Augensucht oder Augenflucht? Wie sieht das Getränk aus? Auf jeden Fall, das ist eine 440er, ne? Eieiei. 0,44. Mhm. Und auf dem Ding ist so ja ein Bild drauf, wie das aussieht. Ach ja, hier. Ja, können wir gleich mal vergleichen. Ja, wollte ich gerade sagen. Aber ne, nicht kippen, wenn es offen ist. Deswegen trinke ich ja aus der Büchse diesmal. Ich passe ja auch. Gut. Ich du brauchst ja da ja nicht erst die Popels drin drücken. Ich kriege ja nicht. Ruch da erstmal jene. Das ist aber ganz schön aggressiv. Muss ja auch.
Sonst bleibt da nicht viel übrig. So, also der Schaum geht recht fix weg. Naja. Die Farbe ist Bernsteinfarben, gar nicht mal so schlecht. Ist ja heller, ne? Heller als Bernstein. Ja, naja, gibt ja auch helle Bernstein. Ja. Geht mehr ins Birkenharz. Na, oder Fichte. Ja, stimmt. Ja, Fichte. Ja. Ich finde, das sieht ja nicht so schlecht aus. Also sieht auf jeden Fall heller wie auf dem Bild. Ja. Muss der Drucker sein. Ich denke auch. So. Okay. Ja, also das ist schon mal nicht schlecht. Schaum ist gut. Ich würde es aber nicht volle Punktzahl geben. Also 2 Punkte würde ich dem geben. 2 Punkte? Ja. Von 4, ja? Ja. Prost! Ja, du weißt denn aber schon, was ist, ne? Ja, es ist blau und es ist grün. Ach so. Sieht man vom Weiten nicht. Brille? Viel, Mann. Das ist nicht, also das ist... Hat man nie gerochen. Oh. Das riecht wie Schinken, Alter, wirklich. Alter, das ist ja geil, wa? Mhm. Das ist, als wenn du Bier trinkst und gleichzeitig im Smoker hängst oder so. Gibt's zwar nicht. Oder gleich dein schönes Barbecue-Schinken oder irgendwie so ein Stück Fleisch oder so frisst, wa? Also, das ist schick, krass, wa? Ja. Das ist schon geil. Ich bin ja positiv überrascht hier von dem Halloween-Paket. Na, aber ich so was von. Na, leck mich am Arsch. Ja, das streichen wir. Nee, machen wir nicht. Alter, das ist geil. Also, verdammt, Axt. Also, das kriegt auf keinen Fall volle Punktzahl, aber... Ja, aber das ist cool. Also, man lernt nie aus, oder? Man schmeckt nie aus, ne? Das ist schon krass. Also da hat sich ja jetzt gleichzeitig mein Horizont so immens erweitert. Also am Anfang schmeckt man so ganz leichtes Bier. Mhm. Und am Ende kommt da dieser Schinkenrauch. Ja, dieser Schinken, dieser knusprige Bacon. Ja. Bacon, knuspriger, ja. Bacon. Ja, ganz intensiv. Total geil, ja. Krass. Richtig rauchig auch. Mhm. Das hat schon 11 Punkte verdient, würde ich sagen. Bin ich dafür. Und einen Special-Punkt kriegt ihr auf jeden Fall schon alleine wegen dieser rauchigen Note und so. Gut, also echt krass. Ehen und? Hat auch wieder 5,5 Volt. Dem anderen letzten Mal haben wir doch auch einen Special-Punkt hier, wa? Ja, weil es ein Halloween-Bier ist. Ja, dann kriegt ihr das natürlich auch, also 2 Punkte. Deutsche Dreinheitsgebot? Ja. Haben wir schon, ja. Uwe? Und bevor der Uwe kommt, wir sind nämlich noch nie so weit, gibt es jetzt noch einen Fakt und einen Witz. Ein Fakt und einen Witz? Wenigstens einen. Also. Der Praktikant hat ja hier noch vorbereitet. Die Fakten habe ich schon mal vorbereitet, ne? Ach so, und dann Fakt hätte ich hier auch Halloween so ja extra. Ach so, naja gut, dann machen wir jetzt den Witz oder den Fakt. Nein, mach doch mal hier einen Witz, einen Halloween. Okay, pass auf, hier. Vampir fährt allein auf einen Tandem vor und wird von der Polizei angehalten. Haben Sie etwas getrunken? Nur 2 kleine Radler. Ja, ist okay. Das war mit dem Tandem unterwegs. Ja, ich verstehe. Er hat die 2 kleinen Radler gehabt und fährt mit dem Tandem wieder nach Hause. Ja, muss er nicht laufen. Ist auch okay. Ja. Waren ja nur Radler. Eben. Einer nur, ja. Bist du geizig heute? Steht ein Skelett vorm Spiegel. Scheiß Null-Diät. Hä? Roche? Mensch, bist du noch on? Noch bin ich on, ja. Dann kommen wir mal zu den Fakten. Fakten. Halloween-Fakten. Bierbraune Mönche und Halloween. Im Mittelalter. Da warst du doch auch schon bei, ne? Brauten Mönche nicht nur Bier, sondern auch seltsame Kräutertränke für ihre Halloween-Zeremonien. Vielleicht waren sie die Ersten, die das Konzept von Hexenbrauen etablierten. Das hört sich gut an. Gut.
Eine Weisheit oder sowas? Achso, nee, ja. Brauchen wir auch nicht. Mann, nee, aber hat auch schon hier 5,5 Volt. Das ist schon. Ich bin gleich satt. Aber die schmeckst du nicht. Schenken. Also die 5,4 schmeckst du nicht. Naja, die kommen gleich in einer Minute. Ah, ist schon geil. Dann hörst du sie. Ich meine, ich würde das jetzt nicht immer trinken, aber so mal eine kleine Pulle für zwischendurch. Ja, so verrückt. Ja. Das ist so jetzt mein Geheimtipp. Dein Geheimtipp? Du weißt ja nicht, wie das heißt, wenn ich dir das nicht zeige. Das ist das Rauchbier. Burner ist das. Burner, der Burner. Kampa, Brauerei Kampa. Kamba. Und wenn nicht, dann gehe ich halt auf YouTube und gucke mir das Video an. Dann weiß ich das auch. Ja. Solltet ihr auch machen. Genau. So läuft das. So läuft das. Ja, gibt kein Uwe. Schöne Grüße nochmal an Herrn Börner. Sehr schön. Jo. Hat mich überrascht. Kommt selten vor, aber öfters. Was gab es eigentlich im letzten Video? Man hat ja nie gesagt. Na doch, das habe ich doch vorgestellt, oder? Kein Uwe. Im letzten Video gab es das Sumology IPA. Guckt euch mal das Video an, ja. Da waren wir auch überrascht. Überrascht schon wieder. So, jetzt kommen wir mal zur Auswertung. Hä? Sich verzählt? Ja. Eieiei, ach du Scheiße. Pass mal auf, ich werde hier bald etablieren, dass du jedes Mal, wenn hier Scheiße gesagt wird, dass hier ein 1-Euro-Stück in der Kasse kommt. Naja, ich glaube mal, Jens wird das so zusammenraffen, dass das auch für... Nein. Nicht? Das ist ja hier eh ein Kanal ab 18. Na, dann ist ja gut. 22 von 30 Punkten. Ey, schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechenden Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. Und Silber. Und schön beim Räuchern. Yes. Geil. Herzlichen Glückwunsch. Was haben wir beim nächsten Mal? Oh Gott, das Kürbismonster, Alter. Sudden Death Brewing Company Spiced Amber Ale. Ich fürchte mich jetzt schon. Wir werden sehen. Mir gruselt's. Also, unbedingt den Kanal abonnieren. Dann wird auch wieder erinnert, mal wieder, dass ihr hier das Video euch reinziehen könnt. Was ist denn? Rico schüttelt den Kopf, der will schon ja nicht mehr. Heide Witzka. Vielleicht sitze ich denn hier alleine. Heide Witzka. Los, na dann, bis zum nächsten Mal. Zu viel. Gruselt euch nicht zu sehr. Ja. Und wir sehen uns. Bis dann. Haut rein. Bleibt.